Die Bima Suchi, das größte Schiff der diesjährigen Hanseseel, ist in Warnemünde eingelaufen. Mit der Ankunft heute ist die Bima Suchi 2 Tage früher in Warnemünde als ursprünglich geplant. Das Schiff ist 111 Meter lang und hat eine Masthöhe von fast 50 Metern. Vorerst hat es im Marinestützpunkt Hohe Düne festgemacht. Am Donnerstagvormittag soll die Bima Suchi dann am Warnemünder Passagierkai anlegen.